Schiff. Ja, ne, das ist ja unglaublich. Die Welt auch immer mein Vater größer, wurde auch mit Elisabeth, das ist schon ein Problem. Also auch für München und ich meine, bekannt wird. Ja, eben, Sie saßen ja auch am Flügel. Wir haben ja gerade noch gesehen, wie Sie mit diesen weißen Handschuhen. Also, ja, das war ja Theater damals in Den Haag. Das war natürlich diese Idee mit den Puppen und so weiter. Das war eine schöne Zeit. Wenn man so zurückblickt, das haben Sie ja nun für. Aber ja, ein bisschen Frieden ist natürlich schon das Glücksgefühl gewesen, dass wir damals, wir haben es ja gerade gesehen, wenn ja, du mit der weißen Gitarre rauskommst. Wir haben zwei Jahre, ich habe zwei Jahre das selber geschrieben. Und dann kann man es nochmal nachlesen. Und ich habe gemacht, das ist eine gute Sängerin. Aber wie gesagt, es war keine deutsche Nummer. Es war also auch nicht so unbedingt Tipps für mein Deutschland. Und da kommen dann Talente, wo man sagt, wow, das ist fantastisch. Wäre natürlich. Und es gibt sehr, sehr gute junge Leute. Und auch noch ein 17-jähriger Junge, den wir auch unter die Fittiche. Bleib lieber am Schlagzeug, ja. Ist halt ein fantastischer Interpret, ja. Von der Töchter, mit Ausnahme vielleicht Paloma Picasso, ja. Aber, und am Wochenende eben, wo man sagt, da gehen andere an Starnberger See, sage ich immer, 40 Kilo abgenommen. 40 Kilo? In einem Jahr. Und ein kleines Beispiel dafür, wie man 40 Kilo abnehmen kann, wenn ich meine Fotos... Kurz werden. Sie haben jeden Abend Standing Ovation, 15, 20 Minuten. Also ich konnte es gar nicht fassen. Es war in der Tschechei, wo man vielleicht das ein oder andere Lied kennt, ja. Das heißt, stehst da, verstehst kein Wort, also Gott, ist das schön. Mit so viel Engagement und so viel Liebe. Leben lang funktioniert, das ist, liegt doch auch ein bisschen in der Natur der Sache. Die Menschen verändern sich, haben andere Vorstellungen, andere Träume nach 20 Jahren. Das ist auch normal, wenn man als, sagen wir, als 20-Jähriger heiratet, dann sieht man die Welt mit 40 vielleicht. Aber ich habe gesagt, wenn ich es mit 70 nicht schreibe, wissen Sie was, die reden an meinem Grab können. Auch, ja, naja, wir sind nicht nur sehr eng, sondern ich erlebe sie natürlich, wie sie aufwächst, wie sie Kraft, wie sie jeden Tag kämpft in diesem Beruf. Sie hat drei Kinder, zwei wunderbare Zwillinge und dem inzwischen. Und es ist natürlich schon ein großer Traum, einem Künstler dieses Plateau zu geben, vor 200 Millionen zu spielen.